bin der Manfred. Ich bin Florian aus Nürnberg. Michael aus München. Bonn. Ich bin Lars. Ich bin die Susanne. Ich bin Clemens. Ich bin Samantha. Ich bin Michael. Jakob. Ich bin Isa. Ich habe Angst, weil wir die letzte Generation sind, die die Klimakatastrophe stoppen kann. Ich habe Angst, dass mich jemand anfährt, aber ich habe mehr Angst vor Krieg und Hunger wegen der Klimakrise. Ich mache diese Aktion heute, weil ich auch glaube, dass ich dadurch meine Verzweiflungs- und auch Ohnmachtsgefühle irgendwie ganz gut bewältigen kann. Und wir haben hier in Deutschland und global wahnsinnige Dürresommer und Sibirien brennt, die Pole schmelzen weg und einfach nichts ändert sich. Keine der großen Parteien hat auch nur entfernt einen realistischen Plan in ihrem Parteiprogramm, in ihrem Wahlprogramm, um die Katastrophe so einzudämmen, dass die nächsten Generationen irgendwie eine sichere Zukunft haben. Und nicht nur die nächsten Generationen, auch Menschen, die aktuell außerhalb von Europa in vielen Teilen der Welt leben und leiden darunter. Ich nehme an der Rebellion of One teil, weil die Bedrohungen, die wir durch die Klimakrise zu erwarten haben, mir große Angst machen. Ich habe richtig Angst, was auf unsere Gesellschaft zukommt. Ich habe Angst vor Hungersnöten, vor Vertreibung, vor Krieg, vor Menschen, die leiden, Menschen, die vergewaltigt werden, Menschen, die fliehen müssen. Und dass wir uns als Gesellschaft bekriegen. Und ich möchte nicht einfach tatenlos dabei zusehen, wie das passiert, sondern ich möchte etwas dagegen unternehmen. Die Menschheit befindet sich in einem Krieg gegen die Welt, gegen die Erde und wir, jeder Einzelne, ist gefragt. Und ich habe 4 Kinder, 4 Enkel und ich bin nicht mehr bereit, tatenlos zuzugucken, wie diese Erde ruiniert wird. Und weil ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, um meiner Stimme Gehör zu verschaffen. Und deswegen versuche ich alles, irgendwie, was in meiner Macht steht, zu tun, um das Schlimmste zu verhindern.